Nächste Geschichte Thema, ist ganz, ganz schlimm und man kann wirklich manchmal nur sagen, irgendwie gibt es ab und zu wohl Menschen, die sind einfach nur abartig und auch feige. Ja, in Krefeld wurden nämlich gerade 5 Pferde tot aufgefunden. Wahrscheinlich wurden sie vergiftet und die Besitzerin Brigitte Dresen, die sucht jetzt öffentlich nach dem Täter. Trauer im Pferdesportzentrum in Krefeld. Denn hier sind 4 Ponys verendet in den letzten Wochen, langsam und qualvoll. Die erschütterte Inhaberin Brigitte Dresen hat die Ponys tot aufgefunden und wenig später auch noch Wallach Rainbow. Wurden diese 5 Pferde vergiftet? Das ist ein emotionaler Tiefschlag, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Das ist für uns, sind das unsere Kinder, das ist unsere Lebensaufgabe, das ist so eine Lebensphilosophie, das ist emotional gar nicht zu fassen. Das ist, als ob ein geliebter Mensch von Ihnen geht, das ist ein Stück, als ob ein Stück sehr von einem selbst stirbt. Die Hofbetreiber wollen Gewissheit haben, woran ihre Schützlinge gestorben sind und lassen auf eigene Kosten ein Gutachten anfertigen. Das erste Untersuchungsergebnis bestätigt den schlimmen Verdacht. Es war Gift. Man verliert einen Freund, man sieht den leiden, man kann nichts tun, außer nachher die Erlösung bringen und dann versuchen aufzuklären. Weil egal, ich sag mal, wer es war, sowas macht man einfach nicht. Man vergreift sich nicht an wehrlose sowohl Menschen als auch Tieren. Und das ist etwas, das kann ich in keinster Weise gutheißen und nachvollziehen. Und aus dem Grunde sind wir auch an die Öffentlichkeit gegangen. Familie Dresen erstattet Anzeige gegen Unbekannt. Die Polizei ermittelt aktuell. Brigitte Dresen hat eine Belohnung von 5.000 Euro für Hinweise auf die Täter ausgesetzt. Und die Tierschutzorganisation PETA hat das nochmal auf 6.000 Euro erhöht. Wer aber hasst Pferde so sehr, dass er sie töten muss? Immer wieder geschehen die unerklärlichen Tiermorde, so wie hier in Gleidingen bei Hannover, wo 2 Ponys qualvoll gestorben sind. Was solche Taten auslösen, das zeigt sein Fall. Für den 8-jährigen Tim Luca war sein Krümel viele Jahre lang ein treuer Freund. Jetzt ist das Mini-Shetland tot. Abends vermisse ich ihn am meisten und ich habe halt auch ein Kuscheltier. Damit kuschel ich dann immer. Sieht ihm sehr ähnlich. Der Verdacht erhärtet sich. Ein Unbekannter hat offenbar Köder mit Rattengift über den Weidezaun des Gleidinger Hofs geworfen und 6 Pferde haben davon gefressen. Als ich in den Stall kam, war es wirklich so, dass die Tiere teilweise erhöhte Temperatur hatten, eigentlich sich gar nicht bewegen wollten, die wollten sich hinlegen. Und der Zustand verschlechterte sich eigentlich bei 2 so, dass sie nachher neurologische Ausfälle hatten. Also die haben gewirrt, ohne eigentlich einen Sinn irgendwo zu haben. Eins hat auch gekrampft dann, ich wollte es gerade rausführen, da kippt es plötzlich um, schrie, tritt um sich und kann man gar nicht beschreiben. Das war einfach so eine Situation, habe ich auch noch nie vorher erlebt. Der oder die Täter konnten in diesem Fall nicht gefunden werden. Das Verfahren wurde schließlich eingestellt. Was aber treibt Täter immer wieder dazu, Pferde zu quälen und zu töten? Als ein Motiv sehen führende Psychiater das Ausleben von Machtfantasien, das große, schöne Tier zu erniedrigen. Im Alltag verhielten sich die Täter hingegen oft ganz normal und kämen aus allen Gesellschaftsschichten. Nach dem Giftanschlag auf ihr Sportzentrum in Krefeld will Brigitte Dresen mit ihrem Schritt an die Öffentlichkeit vor allem eins erreichen. Es sollte Mut machen, sich dagegen zu wehren, weil hier geht es wirklich nicht um unser eigenes Empfinden nur alleine, sondern auch um die Tiere. Und ich würde mir wünschen, dass man die Täter abschreckt, dass man wachrüttelt, dass andere aufmerksam werden in unserer heutigen Zeit. Die Polizei kann aus ermittlungstaktischen Gründen nichts zum aktuellen Stand der Tätersuche sagen. Brigitte Dresen setzt nun große Hoffnungen auf ihre Suche in den sozialen Medien.